Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich einige Tage nicht zu Wort gemeldet, also nicht in Form eines Vlogs zu Wort gemeldet, weil ich auch einfach nichts zu erzählen hatte. Also, ich habe festgestellt, dass es ziemlich schwierig ist, jeden Tag zu vloggen oder auch nur jeden zweiten Tag zu vloggen, wenn man wirklich jeden Tag das Gleiche macht. Da war ich dann selbst schon so von angenervt, dass ich gesagt habe, ach komm, weißt du was, dann mache ich wirklich so, wie meine Laune mir sagt. Und wenn ich jetzt nicht jeden Tag Bock habe, dann ist das so. Und habt ihr ja sicherlich gemerkt, ich hatte keine Lust. Heute allerdings wollte ich mal ein bisschen was anderes machen, nämlich ein bisschen Haushalt. Und ich weiß, dass ihr da mega scharf drauf seid, mir dabei zuzuschauen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ey, was soll ich mir ein Video angucken, wo jemand putzt? Ich habe meinen eigenen Haushalt. Ja, geht mir übrigens genauso. Ich schaue mir auch keine Putzvideos an, aber viele von euch wollen das sehen und mich motiviert es, das auch wirklich ordentlich zu machen. Deswegen nehme ich halt die Kamera mal ein bisschen mit. Also es wird jetzt hier kein, ich putze jetzt nicht die ganze Zeit im Video, aber ich nehme euch ein bisschen mit durch den Tag und der Tag wird halt auch mit putzen. Ich habe übrigens, weil ich gerade jetzt hier an meinen Händen rummache, ich habe die trockensten Hände, die man sich vorstellen kann. Also wirklich, die sind schon wieder so krankhaft trocken, dass ich wirklich alle Stunde einmal eincremen muss. Ganz, ganz furchtbar. Und da kommt mir natürlich das Putzen mit Haushaltsreinigern und so richtig gelegen. Oh, momentan das Händewaschen natürlich, ne? Darf man nicht vergessen. Naja, aber ist ein kleineres Übel. Ich habe auf jeden Fall Bock auf diesen Tag und nehme euch mit und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor ich jetzt gleich loslege, wollte ich euch noch ein kleines Update geben. Wenn ihr mir auf Instagram nicht folgt, dann seid ihr ja nicht up to date. Also solltet ihr mir auf Instagram folgen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann wisst ihr auch einfach meistens tagesaktuell genau, wie es uns gerade geht. Solltet ihr das nicht tun, werde ich euch hier einfach nochmal so ein bisschen abholen. Also die letzte Woche war sehr, sehr nervenaufreibend. Ich muss auch einfach sagen, dass wir wirklich sehr oft an unsere Grenzen gehen. Also diese Corona-Krise wird definitiv in unserer Familiengeschichte eingehen als die Zeit, in der wir gelernt haben, wie weit wir miteinander gehen können. Nicht nur wir mit den Kindern, sondern auch wir untereinander. Und das ist eben immer das Dramatische. Also wir gegen die Kinder klingt jetzt so dramatisch, aber wir sind halt immer eigentlich auf einer Seite und die Kinder versuchen halt die Kinder irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken und richtig an die Hand zu nehmen. Wenn wir beide aber nicht funktionieren, dann ist das halt sehr dramatisch hier zu Hause. Und das war letzte Woche ziemlich oft der Fall, dass wir einfach in dieser Situation ja, keinen Ausweg gefunden haben. Aber lange Gespräche helfen, wirklich. Und man muss sich auch einfach manchmal so ein bisschen am Riemen reißen, mal ein paar Schritte zurückgehen, auch mal sagen, hey, ja, habe ich vielleicht gerade nicht richtig reagiert oder ey, auch mal zugestehen, dass man wirklich an seiner Grenze ist. Das hilft ungemein. So haben wir es auf jeden Fall geschafft, diese Woche sehr harmonisch starten zu lassen. Und ich hoffe einfach, dass die nächsten Wochen einigermaßen harmonisch weiterlaufen. Und ich habe mir auf jeden Fall was von der Seele geredet. Micha hat sich was von der Seele geredet. Und dann ist ja auch der Sonnenschein wieder da. Also von daher wollte ich euch einfach kurz sagen, die Kinder sind wohlauf, also wir sind alle wohlauf, wir sind gesund. Die Kinder fragen jetzt immer öfter, also gerade Ella fragt jetzt immer öfter, wann kann ich denn endlich wieder in die Kita gehen? Ich glaube, langsam registriert sie, dass das wirklich nicht absehbar ist, dass sie ihre Freunde regelmäßig wieder sieht. Und langsam kommt auch das Thema Geburtstag immer wieder auf, aber da werde ich euch in einem anderen Video nochmal dann sagen, wenn es wirklich dann spruchreif ist, wie wir das machen. Also wisst ihr auf jeden Fall aktuell, wie es uns geht, dass wir gesund sind, dass wir happy sind und ich wünsche euch, dass es bei euch genauso läuft. Und ich starte jetzt mal mit dem angesagten Programm. I could be lying and tell you you're fine. I could be lying the rest of the night. But I won't do it, no, no way I'm saying so. I could pretend that you're doing. Ich habe vor einer ganzen Weile mal so ein Set auf Amazon bestellt. Das sind Tücher, die man einfach nur nass machen muss und dann kann man sämtliche Oberflächen damit sauber machen. Ich hatte mir die damals bestellt, um unsere Küchenfronten ohne Putzmittel irgendwie sauber zu bekommen und benutze sie mittlerweile für... Oh ja, warte, ich komme.
gleich geht's weiter. So, weiter im Text. Ich benutze die Tücher mittlerweile, also eigentlich, was hatte ich denn jetzt schon erzählt? Ich habe sie gekauft, um die Fronten ohne Putzmittel zu machen. Mittlerweile benutze ich sie für sehr, sehr viel. Also wie zum Beispiel auch für den Fernseher, weil das ist das Einzige, womit ich da rangehe. Also da benutze ich kein Putzmittel. Dann habe ich auch immer eins im Bad, um zwischendrin mal drüber zu gehen. Also im Bad verzichte ich nicht auf Putzmittel. Aber für zwischendrin, um mal die Kalkflecken oder auch die Flecken auf dem Spiegel wegzukriegen, ist das perfekt. Oder eben auch zwischendrin mal an den Fenstern bzw. an den Balkontüren mal die ganzen Fingertatscher wegzumachen. Also große Empfehlung von meiner Seite. Ich werde jetzt hier im Bad weitermachen und habe gar keinen Bock. Aber Bad Mut hat Mut, ne? Soll ich euch mal zeigen, dass auch wir nur eine ganz normale Familie sind? Das ist jetzt übrigens der aktuelle Status, weil wir gestern nach dem Baden nicht mehr sauber gemacht haben. Wir waren ganz lange spazieren und die Kinder haben halt dementsprechend auch in den Kiesbetten und so rumgespielt und sich total eingestaubt und sind dann baden gegangen. Und ich habe es gestern Abend nicht mehr sauber gemacht. So sieht das bei uns übrigens auch aus. Wir sind auch nur eine ganz normale Familie. Das werde ich jetzt alles wegmachen. Und ja, hier auch ganz normal alles, ne? Also wie gesagt, wir kochen auch nur mit Wasser und putzen auch nur ganz normal. Leider. He's calling that too. You don't deserve what he's putting you through. It's not your fault though. Ich habe ja jetzt hier dieses eine Tuch komplett nass gemacht, als ich die Badewanne sauber gemacht habe. Und ich nutze gerne solche komplett nassen Tücher oder auch gerne etwas, was ich schon gebraucht habe, wo jetzt nicht irgendwas Ekliges dran ist oder auch kein Putzmittel, um einfach auch hier nochmal über die Oberflächen drüber zu gehen. Das mache ich sehr, sehr unregelmäßig, ehrlich gesagt. Und das sieht man leider auch, aber ich nutze das dann gerne mal, damit auch der Staub irgendwie abgeht und es einfach mal, ja, es ist sowieso schon gebraucht und dann denke ich vielleicht auch einfach mal dran. Und das mache ich dann meistens wirklich dann, wenn die Tücher schon nass sind. Ich liebe das übrigens, wenn das wieder so glänzt und wenn das wieder so sauber und ordentlich ist. Mit Kindern ja zugegebenermaßen sehr kurzweilig, ne, diese Sauberkeit, aber ich genieße das dann immer trotzdem sehr. Hier nochmal, weil ich weiß, wie befriedigend es ist, zu sehen, wie Kalkflecken und Wasserflecken verschwinden. Das ist meine allerliebste Aufgabe übrigens, wenn ich das Bad sauber mache. Ich liebe es, die Armaturen zu polieren. Ich finde, polierte Armaturen sind der Inbegriff von einem sauberen Bad, beziehungsweise auch einer Küche natürlich, aber das ist bei unserer Armatur in der Küche der Schwarzen nicht so möglich. Deswegen ist es jetzt für mich hier im Bad immer eine absolute Genugtuung, wenn das wirklich so glänzt. Aber ihr könnt mir mal euren Mutti-Tipp geben. Wie kriege ich das hier weg? Das und diese Verfärbungen hier. Das mag ich gar nicht. Oder auch generell hier in den Fugen. Da könnt ihr mir ja mal eure Tipps da lassen, wenn ihr was wisst. Das stört mich schon irgendwie so im Gesamt. So im Gesamtbild ist das nicht so schön. Ich poliere jetzt mal weiter. Und ja, wenn ihr einen Tipp habt, bitte einfach mal in den Kommentaren da lassen. Während ich jetzt die Bäder fertig gemacht habe, hat unser Staubi, also unser Saugstaubroboter, hier schon mal ein bisschen klar Schiff gemacht. Viele haben die in den letzten Monaten schon im Hintergrund immer laufen sehen. Das ist unser zweiter, den wir jetzt haben. Und den zweiten darf ich euch vorstellen. Wir haben uns vor gut einem Dreivierteljahr den ersten zugelegt. Einfach, weil ich es ausprobieren wollte und weil ich ja wirklich, ich bin ja schon wirklich so ein kleiner Monk und ich mag keinen Staub und ich mag es nicht, wenn es schmutzig ist. Ich mag, wenn man die Spuren des Saugens auf dem Teppich sieht, das ist für mich auch so, mein Gehirn verbindet das mit, hier wurde sauber gemacht. Und dann kam die Anfrage, ob ich nicht mal einen Saugstaubroboter mit Wischfunktion testen möchte. Da hat natürlich mein Herz hat einmal ganz laut gepocht. Wir testen den jetzt seit einigen Wochen und ich kann euch heute schon mal so ein kleines Fazit da lassen. Also ich weiß nicht, wie ich früher ohne so einen Roboter überleben konnte. Es ist mir völlig bewusst, man kann überleben, aber es ist einfach total schön. Wir gehen mit den Kindern raus und in der Zeit macht er hier einmal klar Schiff. Das Schöne ist, man kann hier vorgeben, wo der langfahren soll. Der hat aber auch so kluge Sensoren, dass der sich den Weg einfach auch einmal merkt und dann wirklich sinnvoll abfährt. Unser erster zum Beispiel ist einfach
immer irgendwo hingefahren. Und wie gesagt, er hat eine Wischfunktion. Die nutzen wir nicht so ausgiebig, wie man sie nutzen könnte. Also läuft bei uns nicht jeden Tag. Machen wir vielleicht einmal die Woche. Reicht bei uns eigentlich auch völlig, weil ich auch gerne sehr ausführlich wische. Und das ersetzt nicht das ausführliche Wischen. Aber wenn man Tiere hat, wenn die Kinder viel fallen lassen oder so, wenn man einfach zwischendurch einfach mal gerne gewischt haben möchte, bringt euch jetzt auch nicht viel, wenn ich euch hier alles über die Funktionen erzähle. Ich glaube, für euch ist es am sinnvollsten. Bin ich zufrieden? Ja, das bin ich. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ich verlinke euch das alles auch unten. Da könnt ihr mal schauen, ob das was für euch ist. Und da dachte ich mir, es ist vielleicht am sinnvollsten für die Monks unter uns, wenn ich euch zeige, was der jetzt innerhalb eines Putzvorgangs, und der läuft jetzt seit knapp 30 Minuten, was der eingesaugt hat. Das ist das gute Stück. Das ist der D-Bot Osmo 950. So, und hier kann man die Klappe einfach öffnen und den Staubtank, nenne ich es jetzt mal, rausnehmen. Ich möchte das jetzt hier nicht auf dem Teppich öffnen, aber ich glaube, ihr könnt es erkennen. Aber wie gesagt, das Ding läuft hier jeden Tag und das saugt der innerhalb von 30 Minuten bei uns ein. Gerade der Teppich ist bei uns wirklich ein Staubfänger. Ich glaube, das ist definitiv auch ein Argument für viele Leute, die gerne eine saubere Wohnung haben. Was ich ganz vergessen habe, das Teil spricht mit einem. Ich hoffe mal, ich versuche mal kurz, euch das zu demonstrieren. Die Karte wird wiederhergestellt. Bitte nicht seitlich ans Gerät stellen. Ich beginne mit dem Aufladen. Ja, das finde ich auch mal ganz cool. Ich dachte, das zeige ich euch mal noch schnell. Ich werde mir jetzt mal die Wischsachen holen, weil wie gesagt, ich mag es gerne, wenn es ausführlich gewischt ist und dafür, oh Gott, schnell wieder zu. Jetzt mal ernsthaft. Ich mag einfach, wenn es richtig schön gewischt ist und da reicht mir das dann auch, wenn ich das einmal die Woche mache. Oder vielleicht auch alle 2 Wochen oder vielleicht auch alle 3 Wochen, je nachdem, wie ich lustig drauf bin. Und ich werde jetzt gleich aber erstmal noch die Gelegenheit nutzen, die Kammer ein bisschen aufzuräumen, weil sonst komme ich nicht an mein Wischzeug. Vielen Dank. Und dann werde ich wischen und dann bin ich fast schon wieder durch, weil ich wirklich sehr regelmäßig, Gott sei Dank, Staubwische etc. Das heißt, ich muss, wenn ich putze, mittlerweile wirklich nur noch die Bäder machen, einmal durchwischen und dann, ja. Momentan habe ich halt auch wirklich sehr viel Zeit und es ist wirklich ordentlich und sauber hier zu Hause. Gott sei Dank. Ich liebe das ja auch immer, wenn das Wischwasser denn so schmutzig ist und ich es auskippen kann. Aber ich dachte mir, Putz-Content reicht jetzt mal langsam aus. Ich zeige euch mal, was meine Männer gerade machen. Und zwar waren die nämlich unten und haben Stöcke gesucht. Also Bennett und Micha beide. Ja. Moment, Nachschub für die Heißklebepistole. Zeige ich dir sofort. Ich will nur kurz erklären, was... Also du kannst auch gerne alleine erklären, was ihr macht. Ja, wenn du mir sagst, wo Nachschub für die Heißklebepistole ist. Ja. Wartet ein bisschen. Da ist Nachschub für die Heißklebepistole. Erzähl mal. Wir bauen ein Floß. Also, Micha baut ein Floß, weil Bennett hat keinen Bock. Hat keinen Bock irgendwie, aber ich habe eine Idee gehabt. Du spielst mit seinem... Weil uns ist ja doch... Mein Wackelzahn. Du hast einen Wackelzahn? Ja. Oh, das ist ganz schön früh, Schatzi. Ich muss das Ganze jetzt noch ein bisschen verkleben. Mhm. Und wenn es fertig ist, dann bekommt es noch eine... Filmst du noch? Ja. Dann bekommt es noch ein amtliches Siegel. Und zwar, das wird ungefähr so aussehen. Wow. Ja, das ist uns eingefallen, weil es sieht halt aus wie ein Wikinger-Schiff dann. Oder ein Wikinger-Schiff. Und wer hatte so richtig Bock darauf? Du oder Bennett? Bennett. Bennett war das. Genau. Bennett war das. Bennett hatte Lust, ein Floß zu bauen. Oder hatte Papa die Idee? Papa war auch ein Bidet. Also ich mal noch ein bisschen frische Luft in die Wohnung. Und dann ist das da, das Letzte, was ich heute an Haushalt mache. Ich werde die Wäsche abnehmen. Also es ist jetzt aktuell gar nicht mal so warm. Es sind, glaube ich, nur zwischen 6 und 10 Grad immer so die Tage. Und trotzdem hänge ich die Wäsche jetzt schon draußen auf. Ist einfach schöner, wenn es nicht im Schlafzimmer hängt. Wir haben übrigens unsere Liebe zu offenem Fenster beim Schlafen entdeckt. Also ich wiederentdeckt. Haben wir das schon mal gemacht? Früher immer offen geschlafen. Echt?
Vielleicht durch die, ja, vielleicht haben wir durch die Kinder irgendwie aufgehört, ständig das Fenster aufzuhaben, einfach damit sie nicht frieren, weil sie sich immer so freigestrampelt haben. Und seit einer Woche oder so schlafen wir jetzt mit offenem Fenster und ich schlafe so viel besser. Also vorher immer mit Fenster zu, also ich muss dazu sagen, das Fenster ist die ganze Zeit offen. Also wirklich, bis wir abends ins Bett gehen. Aber es ist einfach, es bleibt jetzt einfach auf und es ist so viel angenehmer. Warum auch immer ich euch das jetzt gerade erzähle, wahrscheinlich weil es kalt ist und weil, achso, weil ich vom Schlafzimmer, die Wäsche stand im Schlafzimmer und ich bin, hallo mein Schatz, und ich bin vom Schlafzimmer auf diesen Gedanken gekommen, wollte es mal mit euch teilen. Bennett steht gerade draußen und winkt mir. Übrigens an dem Fenster, was ich gerade sauber gemacht habe. Ein richtig cooles Format, also nicht Format, sondern ein Framing nennt man das, um mit euch auch zu quatschen. Vielleicht sollte ich so einen Wäschetalk einfach machen, mich einfach mit euch hinsetzen, meine Wäsche zusammenlegen und euch irgendwas Tolles erzählen, statt mich da immer zwischen Fenster und Bett in die Ecke zu quetschen. Ja, Bennett rennt hier gerade mit meinem Putzeimer durch die Gegend und macht seine Playmobil-Sachen da rein, aber ich glaube, er bringt ihn gerade weg. Tolles Kind. Falls ihr euch fragt übrigens, wo Ella ist, Ella spielt. Ja. Die ist einfach, die hat keinen Bock auf ein Segel. Gut. Möchtest du es gern zeigen? Bringst du ihn weg? Monster. Okay. Ja. Hey Bennett, darfst endlich mal im Video mit sein, ohne dass wir dich verpixeln müssen. Guck mal zur Kamera. Ha, vorsichtig, das Boot. Setz dich. So Leute, unser Segelboot ist fertig. Ich habe jetzt im Prinzip Stöcke genommen und Heißkleber und Klebeband und Pappe. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und das die mir nachher dann fahren lassen. Verabschieden uns jetzt aber schon von euch. Ihr seht, ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Und das Segel. Ja, geh mal zu Papa gucken. Wer hat das da? Hast du es jetzt noch gar nicht gesehen? Ach, da ist es doch. Wir sagen Tschüss, bedanken uns bei euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und dass ihr wie immer interessiert an unserem Content seid, egal womit wir euch beschäftigen oder womit wir euch ja doch beschäftigen wollen. Wir werden jetzt was Kleines essen, dann werden wir rausgehen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über euren Daumen nach oben. Ihr könnt diesen Kanal und uns supporten, indem ihr mit dem Video interagiert. Lasst also gerne ein paar liebe Worte da, lasst einen Daumen nach oben, nach unten da. Und vor allem abonniert den Kanal, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt. Wir verlinken euch noch ein paar andere Sachen. Bis bald!